Als Aneurysma bezeichnet man eine krankhafte Aussackung von Gefäßen. Das kann im Prinzip alle Gefäße des Körpers betreffen. Wir sehen relativ häufig solche krankhaften Aussackungen im Bereich der Hauptschlagader, der sogenannten Aorta. Und deswegen spricht man auch von einem Aortenaneurysma. Die größte Gefahr besteht darin, dass so ein Aneurysma platzt. Man kann das gut sich anhand eines Luftballons vorstellen, den man aufbläst. Am Anfang geht es relativ schwer, irgendwann geht es leichter, aber dann platzt er auch. Wenn so ein Aneurysma platzt, kann man das in der Regel nicht überleben. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir frühzeitig so ein Aneurysma erkennen, denn in erfahrener Hand können wir fast alle Aneurysmen heutzutage gut und sicher behandeln. Grundsätzlich haben wir für die Behandlung von solchen Aussackungen verschiedene Optionen. Klassischerweise führt man eine Operation durch, da wird das Aneurysma freigelegt und die Aussackung durch eine Gefäßprothese ersetzt. Das ist allerdings kein sehr schonendes Verfahren. Heutzutage haben wir minimal invasive Verfahren, da werden über Drähte und Katheter Stents, das sind Gefäßwandstützen, von innen vor das Aneurysma gelegt. Wenn man sich vorstellt, man hat ein undichtes Rohr, dann würde das Prinzip der Ausschaltung darin bestehen, dass man vor das Leck noch ein zweites Rohr zum Abdichten platziert. Ganz genauso funktioniert das auch in unserem Körper. Und wenn man die entsprechende Erfahrung hat, kann man fast alle Aussackungen heutzutage mit dieser Technik behandeln, sofern man natürlich über die entsprechende Erfahrung verfügt.